Wer an diesem Wochenende die Stadt Eisenach besucht, der wird wieder auf hunderte Burschenschafter treffen. Viele fragen sich, was hat es mit den uniformierten jungen Männern eigentlich auf sich? Wer sind sie und was genau wollen sie hier in der Wartburgstadt? Wer sich ein wenig mit ihnen beschäftigt, weiß, dass sie in den letzten Jahren höchst in Kritik geraten sind. Selbst Verbindungsmitglieder distanzieren sich von ihrem Dachverband, der von manchen in die rechte Ecke gestellt wird. Doch was genau ist da eigentlich dran und warum sind die Burschenschaften selbst in der Stadt nicht mehr willkommen? Genau das möchten wir heute in Erfahrung bringen. Wir verabreden uns mit Oberbürgermeisterin Katja Wolf, um herauszubekommen, warum genau sich die Stadt seit 2014 von den Burschenschaften distanziert. Unser Interviewtermin wird kurzfristig abgesagt. So begeben wir uns eben in die Karlstraße und befragen die Eisenacher Bürger, wie sie dazu stehen. Jetzt heißt es ja, dass sie in der Stadt Eisenach nicht mehr willkommen sind. Also zumindest hat man das vor ein paar Jahren so entschieden. Was haben Sie denn da für eine Meinung zu? Also mir wäre das eigentlich egal. Ich kann jetzt nicht sagen, die dürfen und die dürfen nicht. Also das hätte ich nicht. Eine Meinung. Stört Sie nicht? Stört mich nicht, nein. Ja, man liest in der Zeitung, aber so richtig eine Meinung bilde ich mir darüber eigentlich nicht. Das müssen die Stadtväter entscheiden. Ich lese das zwar in der Zeitung, aber von der Sache her. Wie gesagt, früher war das Studentenvereinigung, die sich hier getroffen haben. Und das ist heute anders? Das ist heute mehr, sagen wir, politisch das Ganze. Mhm. So, und eher nach rechts gerichtet, das Ganze. Woran machen Sie denn das fest, dass Sie nach rechts gerichtet sind? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, man sagt es hier man so. Man sagt so, ja. Genau. Man kann jetzt, sage ich mal, nicht sagen, gut oder schlecht, irgendwie hat es seinen Nutzen, aber es hat natürlich auch, stößt auch bei vielen negativ an. Das kann man sicher einerseits nachvollziehen, andererseits kann ich das irgendwie auch nicht so dieses, weil wie gesagt, ich habe damit noch keine negativen, mich hat da noch keiner irgendwie blöd angemacht oder ist hier rumgelaufen, hat rechte Parolen geschrien, habe ich noch nicht mitgekriegt. Wenn das natürlich so wäre, würde man auch irgendwann sagen, warum. Ja, ja, das ist mal geteilter Meinung. Weil das ein bisschen nach rechts gegangen ist mit den Burschenschaften, dann dachte man, das soll nicht ausarten, lieber lässt man es. Und hat sie dann. Aber ob das richtig ist oder war, das ist so eine Frage. Ne? Die teilt sich immer die Meinung. Weitere Befragungen der Eisenacher Bürger zeigen uns, dass man hier auch sehr wenig über die deutschen Burschenschaften weiß, die alljährlich in ihre Stadt kommen. Da gibt es wohl Fragen über Fragen. So verabreden wir uns auch zu einem Interview mit Philipp Stein und Jörg Sobolewski, um zunächst erst einmal zu erfahren, wer sind eigentlich die deutschen Burschenschaften und was bezwecken sie? Eine Burschenschaft ist zuallererst ein Männerbund. Ein akademischer Männerbund. Und bei uns kommt noch spezifisch dazu, dass wir aus unserer Geschichte einen politischen Auftrag herleiten. Unser Wahlspruch ist Ehre, Freiheit, Vaterland. Und da ist auch schon alles enthalten, was man dazu sagen kann. Freiheit, Freiheit nach außen, Freiheit des Volkes, für das wir einstehen. Aber auch Freiheit nach innen. Wir sind überzeugte Demokraten. Vaterland, ich sage natürlich die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Österreich. Und Ehre ist letztlich das, was ich immer damit umschreibe, dass man morgens früh noch in den Spiegel schauen kann, wenn man wach wird und sagt, jawohl, du bist ganz in Ordnung. Überzeugte Demokraten, die keineswegs abstreiten, höchst konservativ zu sein und somit auch für viele als rechtsorientiert gelten. Wir haben gewisse Werte, die haben wir seit vielen Jahren, also schon seit über 100 Jahren. Letztes Jahr hatten wir ja 200-Jähriges und die sind unverändert geblieben. Wir sind über viele Staaten hinweg eigentlich mit unserer Meinung immer ähnlich dort gestanden. Und dass das heute als rechts gilt, ist eben so. Das ist für uns auch kein größeres Problem. Grundsatz ist, wir sind ein Bund freidenkender Männer. Hier kann jeder frei seine Meinung sagen. Und wir distanzieren uns auch von niemandem, weil wir genau dieses Forum sein wollen. Es ist ja eben nicht unser Auftrag, irgendwo parteipolitisch zu wirken. Es ist auch nicht unser Auftrag, in eine bestimmte Richtung, völkisch oder wie auch immer die Presse das dann bezeichnen möchte, zu wirken, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen eben diesen Raum der freien Rede bilden und bereitstellen und reden auch mit jedem, der zu uns kommt. Und insofern ist da auch eine Distanzierung gar nicht vonnöten. Dennoch präsentiert sich die Bewegung tief gespalten. Viele Burschenschafter haben in den vergangenen Jahren den Dachverband verlassen. Ein Drittel, um genauer zu sein.
Naja, es gab eigentlich schon seit vielen Jahren gewisse Streitigkeiten innerhalb des Verbandes. Es ist ganz klar, das ist ja auch öffentlich, dass es hier um eine politische Ausrichtung im Prinzip ging. Es gibt Burschenschaften, die gemeinhin als eher liberal bezeichnet wurden, andere als eher konservativ. Es gab da verschiedene Streitpunkte, Aufnahmekriterien für Mitglieder und so weiter und ähnliches. Man hat ja auch vieles in der Presse lesen können. Und ja, im Laufe der letzten Jahre sind viele Burschenschaften aus unserem Dachverband ausgetreten. Das hat einerseits schlechte Punkte, auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt auch wieder eine größere Gesprächsgrundlage. Gesprächsgrundlage auch für die heutige Versammlung, die mittlerweile in Seebach abgehalten wird und nicht mehr wie gewohnt in der Werner-Assmann-Halle. Dort wurde unter anderem auch diskutiert, ob der Verband zukünftig politisch mehr nach außen wirken sollte, mit eventuellen Demonstrationen. Das Ergebnis ist, wie früher auch schon, wir sind ein Verband mit großer Binnendiversität an Meinungen. Ja, es gibt viele verschiedene Meinungen, das freut mich persönlich sehr. Als Demokrat mag ich das gerne. Wir haben sehr lebhafte Diskussionen gehabt, wir haben sehr faire Diskussionen gehabt. Und ich würde sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir sind ja auch durch etwas, würde ich sagen, stürmischere Zeiten gegangen. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass wir auch in der Öffentlichkeit als Teil dieser konservativen Renaissance, die jetzt gerade anscheinend sich überall abspielt in der Republik Österreich, in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir auch als Teil des Ganzen wahrgenommen werden, dass die Saat, die wir gepflanzt haben, dass diese Saat auch aufgeht, zusammen mit vielen anderen. Und ich würde sagen, der deutschen Burschenschaft steht eine ganz hervorragende Zukunft bevor. Wir werden weiterhin auch Teil und hoffentlich auch ein treibender Teil der politischen Landschaft hier sein. Ausgerechnet jetzt, in der Zeit, in der sich die Stadt von den Burschenschaften distanziert, eröffnet man ein Sekretariat in der Löberstraße. Hier treffen wir auf Caroline Klein, die seit Dezember 2015 alle organisatorischen Aufgaben der Deutschen Burschenschaften für Eisenach übernommen hat. Und? Wir sind eine Anlaufstelle für die Bürger, für Touristen, jeder, der hier gerne Auskunft haben möchte. Allgemein über das Burschenschaftsdenkmal oder die Deutsche Burschenschaft. Man kann hier Mitgliederanträge stellen. Man kann jede Frage stellen, wenn man darüber was wissen möchte. Diese Idee, dieses Sekretariat zu eröffnen, gibt es eigentlich schon relativ lange. Durch die Streitigkeiten der Vergangenheit sind solche Dinge leider öfters untergegangen. Und im letzten Vorsitzjahr, also im vergangenen Jahr, wo auch meine Burschenschaft den Vorsitz hatte, wurde das forciert, so ein Büro einzurichten, um in der Stadt auch einfach präsenter zu sein. Wir haben es ja eben selber schon gehört, viele Bürger wissen gar nicht, was passiert hier in Eisenach mit den Burschenschaften. Man weiß, die sind irgendwie da. Und das Büro soll einfach auch Anlaufpunkt für Bürger sein, um sich zu informieren. Ne? Das heißt, es hängt jetzt nicht konkret mit der Situation in Eisenach zusammen, aber es war auch ein guter Zeitpunkt. Die Deutsche Burschenschaft ist heute ein Verband mit etwa 7000 jungen und alten Mitgliedern in 69 Burschenschaften. 4 Mitglieder der jeweiligen Burschenschaften nehmen an den Veranstaltungen in Eisenach teil, um in ihren eigenen Reihen etwas zu bewegen, aber auch um den Ritualen treu zu bleiben, wie zum Beispiel dem traditionellen Fackelzug hoch zum Burschenschaftsdenkmal. Wo wir unseren Toten der vergangenen Jahre gedenken, das sind sowohl dann gefallene Soldaten als auch beispielsweise im KZ ermordete oder in den Gulags der Sowjetunion ermordete Burschenschafter. Das macht jede große Dachverbandsorganisation von Studentenverbindungen macht das für sich auch. Das ist also nichts Besonderes. Und morgen wird dann ein großer Kommerz stattfinden. Das ist ein feierlicher Akt, eine feierliche Veranstaltung. Dort wird gesungen, dort gibt es Reden. Und da wird man sich vor allen Dingen auch wieder gegenseitig daran erfreuen können, Burschenschafter zu sein. Und wir werden die alten Lieder singen, wie wir es immer schon tun. Und werden hoffentlich auch eine gute Zeit haben. Eine gute Zeit haben in einer Stadt, in der sie nicht mehr so ganz willkommen sind. Wobei sich am Ende vielleicht doch der eine oder andere fragen könnte, warum eigentlich?